Hallöchen, willkommen und moin. So, ja, eine neue Folge, neues Gemetzel, alles wunderbar, alles wegweichen. Wir gehen jetzt da nach unten. Und nächster Artefakt. Wir machen nämlich ein bisschen weiter mit den Nebenquests. Macht gerade ein bisschen Spaß. Ach ja. Bin doch nur alle Wege gehen. Einfach werden. Geht der hier noch runter. Runter ist leichter als auf. Minas Ithil hatte nie die großen Dramen und den Prunk von Minas Tirith. Doch wir hatten einfache Künste wie Musik, die uns den Trost der Heimat spendeten. Wenn alles um uns in Schatten lag, war ein einfaches Volkslied oder ein Tanz wie ein Sonnenstrahl. Ich frage mich, ob diese Musik je wieder erklingt. Bestimmt. Die Hobbits sorgen schon dafür. Der Hobbits, Riesengott. Ich wollte immer die Laute spielen. Deine Hände sind nicht für Musik bestimmt, Talion. Sie haben eine ernstere Aufgabe. Na, man dachte, ich träume. So. Was sagt denn die Mission? Du musst wahrscheinlich auch wieder selber machen, ne? Also Fähigkeitenpunkt. Für Celebrimbor waren alle Bestien Warlords Waffen für seine Invasion. Erinnere dich daran, wie selbst die mächtigen Drachen für seine Zwecke eingesetzt wurden. Okay. Also wir müssen zwei der Zusatzmissionen jetzt auf jeden Fall erfüllen und die Mission an sich erfüllen. Vielleicht ist die höchste Tugend Abgen Voraussicht. Als ich drei Ringe für die Elben schuf, hatte ich die Voraussicht, dafür zu sorgen, dass sie nicht wie die der Menschen und Zwerge verdammt sein würden. Mann, ich bin. Ach. Die Steuerung ist ein bisschen kacke. Okay, fuck, der Vertraute ist tot. Meine Güte, ich hasse diese Steuerung. Nicht.
schaffen die nicht mehr. Ja, die muss einfach ganz kurz SSD. Option. Drachenflug invertieren. Oh. Die muss ich einmal invertieren. Ich komme ständig mit dem hoch runter. Ich komme damit nicht klar. Gut. Dann machen wir einen Neustart. Das wäre jetzt echt schrecklich mit der Störung. Dann gehen wir jetzt als allererstes auf den Hauptmann. Scheiß was auf die Orks. Vielleicht ist die höchste Tugend Abgen, Voraussicht. Als ich drei Ringe für die Elben schuf, hatte ich die Voraussicht, dafür zu sorgen, dass sie nicht wie die der Menschen und Zwerge verderbt sein würden. Hallo. Eine Welt mit Flammen. Sind zwar nicht mehr zeitfertig geworden, aber wir sind fertig geworden. Als die Ringe der Elben geschmiedet wurden, lobte ich mich für meine Voraussicht. Doch Saurons Vision ging über meine hinaus, denn er schuf den einen Meisterring. Verbesserung unablässige Machtfähigkeiten. Die Machtkosten verbrauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Drücke 4, um mehrere Feinde hintereinander hinzurichten, die ist zusätzliche Ziel kostet die Fokus. Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtung freischaltet, die umstehenden Feinde panisch in Flucht treibt.
2 Hinrichtungen klingt doch gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir verdoppeln können, warum nicht? Da ist jetzt die Frage, wie macht man das denn nochmal? 4. Okay. Ring, um alle anderen zu knechten. Nie wieder. Nun haben wir einen Ring geschaffen, den Sauron nicht voraussah. Gut. Dann haben wir ja was gut gemacht, glaube ich, hoffe ich. Wir müssen in die Richtung. Hast du das gehört? Ja, nein, vielleicht. Was haben wir denn hier Schönes? Gondors bevorzugte Schlachtordnung mit Variationen ist eine Darstellung dessen, wie eine Armee organisiert sein sollte. Von der Infanterie an der Front bis zu den Köchen und Fuhrmännern im Hintergrund. Immer wenn ich sie studiere, bin ich überwältigt von der Kriegskunst, von allen Einzelheiten, von der Anzahl der Schuster und Schmiede für jede Soldatenkolonne. Derlei Versorgungsangelegenheiten scheinen belanglos, bis man belagert wird und verzweifelt um Viertelrationen kämpft. Dann achtet man auf die Logistik. Okay. So. Dann hätten wir das auch. Dann kommt jetzt Kilin. Der Aufbau von Gondors Armee. Vom General bis zum Fußsoldaten. Ein Gebäude, das die Orks zerstören, sobald sie einen Fuß nach Gondor setzen. Okay. Na los, vorwärts! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Wir haben einen Plan einzuhalten! Stirb, ich lass dich ausblühen! Nein! Okay, dann hat sich das erledigt. Und tschüss. Ja, Seite kann ich nicht lang. Aber ich kann durch den Push. Weil wir müssen jetzt ja nicht großartig kämpfen, ne? Nichts ist schlimmer als das Gefühl frischen Wassers auf meiner Haut. Eine abscheuliche Flüssigkeit. Ja. Jeder, der versucht, es mit dem Oberherrn aufzunehmen, muss nehmen. Sehen, was mit dem letzten Mal passiert ist, der ihn herausgefordert hat. Gott. Sie sind alle ruhig. Aha. Padrol. Oh. Hey. Wie war's noch? Wir wollen nicht kämpfen? Ja, ich glaube, das hat sich jetzt gerade erledigt. Ach komm. So wollte ich das. Was haben wir denn als nächstes? Abverdammt. Erinnere dich daran, wie Celeborn bei uns der seinen Feind Angst verbreitet hat, zum Morde einmarschiert hat. Komm, wir machen jetzt Abfahrt, dann geht's runter. Dorthin, 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 dorthin. Und dann müssen wir die Nebensiedlung soweit fertig haben. Dann bleibt hier nur die Festung. Ja, die Festung können wir am besten machen, wenn wir die Festung uns gehört. Möchtest du dann sterben? Karagor!
So. Das hatte ich ja gerade vorgelesen. Aphadat, die Tugend der Gehorsamkeit. Damals wie heute bedeutete die Erschaffung einer Armee in Mordor, die Orks mit schierer Macht zu überwältigen. Die Macht des einen Ringes. Gold gemacht. Easy. In Mordor gehorchen Orks der Macht, nichts anderem. Bei Zwergen und Menschen ist es ebenso, auch wenn sie sich Geschichten von Ehre. So. Ja, ja. Erzähl du mal. Ich höre dir zu. Nicht. Wir haben einen Mantel. Kommt wir nehmen den Orangen. Passt zu unserer Rüstung. Charakter. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Wir waren jetzt hier in der Vergeltung. Erhält eine zusätzliche letzte Chance. Vergelten setzt einen Angreifer auf. Der perfekte letzte Chance gefährdet ihr volle Macht. Immer eine zweite. Doppelt hält besser. Und ich glaube, ich muss. Niesen. Oh. Erzählen. Oh, Rache gerettet. Alter Häuptling, der Krognitor. Wir wollten hier, weil wir gerade hier durchgegangen sind. Habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen. Jo. Für Orks ist Grog ein starker Trank für ihre Mägen, aber auch Medizin für ihre Wunden. Und so brennbar, dass er sogar als Treibstoff für ihre Kriegsmaschinen taugt. Okay. Wenige Gondoraner wagen ihn zu trinken, aus Angst sich zu benehmen wie Orks. Dennoch lohnt es, ihn zu untersuchen. Baranor hat Ideen zu einem Gift, das in Grog gemischt den stärksten Ork lähmen oder sogar töten kann. Hatten wir das nicht schon in
Schatten. Boah, dieser Grog riecht widerlich. Doch für einen Ur. Du hast mich zerteilt. Jeder andere Ork wäre gestorben, doch ich habe überlebt. Mehr als das. Ich bin gewachsen. Meine Brüder setzten mich zusammen, stärker denn je. Doch sie haben mich nicht erschaffen. Du warst es. Du bist der Schöpfer der Maschine. Okay. Hier rüber. Ach, der arme Ork. Der kann einen schon leid tun, so ein bisschen. Hat sich das hier auch erledigt. Sehr schön. Aha, da haben wir es ja. Ilya. Ilya. Echt? Das ist aber tragisch. Oh, wie gern würde ich einen haben, können wir schon mal den nächsten markieren und dann würde ich sagen, da meine Nase gerade ein bisschen zicken macht, ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!